Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Montag, der 13. Dezember, 8:32 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Es ist die letzte Handelswoche in diesem Jahr. Wir sehen, wir haben ein kleines Gap, eine kleine Kurslücke von Freitag. 15.700 ist der Markt heute Morgen gestartet. Wir messen mal die Trading Range. 43 Punkte, das ist gut. Das ist eine gute Vola. Ja. Wir sind bei 66. Wir nehmen mal die 15.7 erstmal als Indikation. Also Falle bei 15.707 gehen wir long oder bei 15.692 würden wir short gehen. Daily Pivot, Tagespivot berechnet Vortag bzw. vom Freitag Hochtief, Schlusskurs durch 3 liegt aktuell bei 15.621. Und wir blicken einmal in die Vergangenheit und gehen mal in den Freitag rein. So, 48, 23er Box hier um in der Mittagszeit ist oben ausgebrochen. Die 16er Box, wow, oben ausgebrochen. Ja, und hier sehen wir Grafiken, die wir getradet haben. 27er Box ausgebrochen. Also, da gab es gute Blue Boxen. Diese Woche großer Verfallstag am Freitag. Großer Verfallstag diese Woche. Ja, da können die Kurse sich auch noch mal kurz vor dem Verfallstag ein bisschen hinzirkulieren, wo die großen Player die Märkte denn hinhaben möchten. Gucken wir uns die Vola-Boxen einmal an. Die Vola-Box einmal am Freitag hier. So sehen denn hier die Boxen, die da sind und den Klumpen, die dann, die möchten eins wissen, wo kommt die Vola-Box heute rein? Die Vola-Box wird reinkommen bei 15.603. Das heißt 603, das heißt hier unten irgendwo oder bei 15.760. Also das wären also ideale Hedge-Trades, wenn die Vola-Boxen angesteuert werden heute Morgen. Also das zur Information und jetzt wie immer gehen wir in die Märkte rein und fangen heute an und gehen mal ganz nach oben. So, einmal für die Clubmitglieder DAX 40 Umstellung nochmal von den Symbolen. Der DAX 40 wird ja schon vernünftig gepreist, aber die Symbole werden erst nächste Woche stattfinden. So, Vorlage Zickzacklinie. Fangen wir beim Daily an. Daily Long. Wir sind im DAX. Stunde, 4 Stunden Long, Stunde Long und beim 4 Stunden Chart. Entschuldigung, sehen wir noch das Gap hier. Sehr schön zu sehen hier die Kurslücke. So, Stunde 30, 15 Long, 5 Minuten Long, also DAX à la Long. So, nächster Markt hier in der Chronologie ist dann Gold. Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Im Gold gehen wir in Öl rein. Daily immer noch Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten Short. Technologiebörse Nasdaq. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten Short. S&P 500. Daily Long. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long und 15 auch Long. Da zeigt alles nach oben. Gehen wir in Bitcoin rein. 48.000. Daily Short. 4 Stunden Short, Stunde Short. 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Ethereum. 4.000. Daily Long. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Und 9:38 Uhr. Also,
Jetzt ist 9.46 Uhr. Wir sind mit unserem Eröffnungstrade leicht im Gewinn bei 44. Nehmen wir den Trade raus. Dann ist die Vola-Box auch da, um einzusteigen. Ich bleibe jetzt noch mal live. Jetzt aktuell. So, wir stehen kurz davor, noch ein Punkt, dann haben wir es. Und, meine Damen und Herren, wir sind raus, Punkt genau. Ich verabschiede mich bei den YouTubern, das war der Eröffnungstrade mit ein bisschen auf angepasst und wir machen jetzt hier auf der linken Seite mit der Vola-Box weiter. Schöne Grüße und dann bis morgen.